Hallo zusammen und salve a tutti. Wir haben Freitag, es ist der 12. März und es ist 17.32 Uhr. Der DAX hat seine Schlussauktion und die kriegen wir bestimmt jetzt in den nächsten paar Sekunden noch mit oder vielmehr in den nächsten 4 Minuten. Das ist meines Erachtens nach kein Markt für Buy and Hold. Der kommt mir doch sehr nervös vor. Wenn man sich so Bewegungen anschaut wie ein Bayer, hoch 55,20, dann dreht man sich rum 51,92. Commerzbank, da hatte ich noch am Dienstag einen Film gemacht, da waren sie bei 5,75, gehen sie auf 5,83, dreht man sich rum 5,33. Das sind 10%. Oder nehmen Sie mal so Bewegungen wie in Warta, ja, oder noch schlimmer, Conti, 130, zack, 110. Adidas ist auch so ein Ding. Erstaunlich, die Bewegung. Das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Das Sentiment war bis Mittwoch, Donnerstag war das gut. Momentan hat es keine Aussagekraft. Das Sentiment von der Eurex hat keine Aussagekraft, weil da passiert nicht viel. Ich mochte diese Bewegung. Ja, ich habe immer gesagt, wir brauchen so einen Final Peak. Ich hole mal den Chart ein bisschen näher dran. Wir brauchen für den DAX so einen Final Peak. Wir müssen über diese 14.165. Und das hat er hervorragend gelöst. Also es war schon klasse hier. Meine Güte, ging das ab. Dann setzt er noch ein bisschen was drauf. Und ich zeichne den Chart momentan so, dass ich also zwei Trendkanäle habe. Das hier ist der eine, obere Begrenzung, untere Begrenzung. Und das ist der innere. Ja, und die treffen sich alle hier oben, wo ist mein Fadenkreuz, die treffen sich alle hier so im Bereich 14.630, 40. Das ist das, was ich dem Markt durchaus noch zugestehen will. Einmal eins nach dem anderen. Fangen wir mal an. Gleitende Durchschnitte, positiv, 1:0. Die Bollinger Bänder sind fett aufgegangen. Letzte Woche, das hatte ich noch gesagt, 341 Punkte, jetzt sind wir bei rund 1.000. Ja, das ist aufgehen. Beide Seiten richtig fett aufgehen. Dass der Bewegung entgegengesetzte Band, ja, das schwächt zwar ein bisschen ab, das ist aber noch kein Signal. Ein oder zwei Tage, hier so um dieses Niveau rum, was weiß ich, plus minus 50 Punkte, dann wird das kommen. Das ist also, das halte ich schon für, da gucke ich drauf. Wie gesagt, hier sind die Kanäle, die treffen sich oben bei 14.630. Ich bin lang, short, es fehlt mir noch ein, also lang, kurz, es fehlt mir noch ein kurz. Dann bekomme ich sogar ein Verkaufssignal über das MACD. Muss man mal schauen, wie sich der Montag entwickelt. Wir sind sehr hoch, klar, überkauft in der Stochastik, aber das ist kein Verkaufssignal. Und das Kreuzen dieser Linien hier ist auch kein Signal. Das Signal kommt unter der 80. Aber auch dafür reichen 2 Tage unverändert, dann ist das hier durch. Also ich möchte es mal so sagen, ich kaufe im Index auf diesem Niveau nichts mehr. Der hat seine Pflicht gemacht. Vielleicht macht er jetzt hier noch ein bisschen Kür. Aber mir fehlt die Traute, jetzt hier nochmal long zu gehen. Ich bin nicht super short eingestellt, aber ich kann mir sehr gut, und das wäre die perfekte Bewegung, wäre jetzt nochmal runter auf diese 14.165, auf dieses Vierfach-Top, was wir hatten. Da runter, da muss man schauen. Da wird nämlich dann auch die 20-Tage-Linie sein. Also die steigt ja auch jeden Tag ein bisschen an. Aber frisch kaufen auf dem Niveau, ich mache das jetzt nicht. Da soll er sich austoben, da bin ich aber nicht dabei. Man muss nicht immer und überall dabei sein. Was Einzelwerte angeht, ist das ein bisschen andere Herangehensweise. Das ist aber auch momentan nicht einfach, muss ich sagen. Am frühen Morgen alles himmelhoch jauchzen und am Nachmittag dann zu Tode betrübt. Es ist nicht ohne. Ich habe euch ein paar Scheine mitgebracht, die ich noch ein bisschen kommentieren will. Das eine ist, für diejenigen, die denken, der Markt geht hoch, muss ich unter die 20-Tage-Linie gehen. Alles andere ist ziemlich gezockt. Ich muss also unter dieser 14.165 sein, diesem ehemaligen Vierfach-Top und unter der 20-Tage-Linie. Weil wenn das gebrochen wird, ist die 20-Tage-Linie in Schlagdistanz, Spuckdistanz, Kirschkern, Weitspuckdistanz. Deswegen gehe ich da nochmal weiter runter und ich habe mich für den hier entschieden. Das ist ein 13.976er im Moment. Ja, der wird also am Montag, ist der auch schon wieder ein bisschen höher. Das ist ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GH2YD1. Das ist ein 27er Hebel. Das ist keine Schmuseoption. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber das ist viel näher, möchte ich momentan nicht rangehen. Was ein Short angeht, wie gesagt, das war die Pflicht. Das war das, das hat mich echt gefreut, dass der das endlich rausgenommen hat. Und ich war mir auch ziemlich sicher, dass das, wenn wird, das eine schnelle, heftige Bewegung. So ein Final Peak, habe ich das immer genannt. Und ich möchte eigentlich, wenn Short gehen, das wäre mir zu heiß hier im Bereich 14.700, weil der kann wirklich, irgendwo kommt was ganz Tolles. Das 6. Corona-Mittel mit 100% Wirksamkeit und etlichen Millionen und Milliarden auf Lager, was weiß ich.
Beim Putt möchte ich nicht zu nah hier dran sein. Auch wenn das für mich echt ein Widerstand ist, aber das kann ich hier so nicht empfehlen. Ja, hier ist ein Widerstand, hier sind die Trendkanäle, aber da möchte ich schon über die 15.000 gehen. Weil die fängt so ab 14.800, fängt die an zu ziehen, hat so einen gewissen Magnetismus. Ich habe mich dafür den entschieden. Das sind 15.102er. Das ist auch ein 24er Hebel. In diesem Fall die Kennnummer GH2 ZSG. Der Put kommt bei mir ran, wenn der Montag unter der heutigen Kerze schließt, weil ich dann auch gleichzeitig das Verkaufssignal bekomme über das MACD und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein Verkaufssignal durch Stochastik und das untere Band dann drehen wird. Dann erwarte ich seitwärts bis leicht korrektiv. Und das leicht korrektiv ist die 14.200. Also der Put kommt erst dran, wenn wir hier drunter sind, unter der 14.449. Vorher noch nicht. Das ist mir, da muss ich warten. Der kann immer noch ein bisschen hier rumzappeln. Also das ist nochmal eingangs gesagt, das ist kein Buy-and-Hold-Markt. Also da muss man schon schnell sein, die Bewegungen sind heftig hier teilweise. Und da muss man nah am Gerät bleiben. Also alles Gute, happy trading, fette Beute. Bye bye.